Das hatte eigentlich auch schon Professor Werner Heisenberg etwa um 1950 vermutet, als er sagte, ich denke, dass es möglich ist, den Magnetismus als Energiequelle zu nutzen. Aber wir Wissenschaftsidioten schaffen es nicht, das muss von Außenseitern kommen. Also um autonome Energiesysteme mit Magnetfeldnutzung. Innerhalb eines abgeschlossenen Systems bleibt die gesamte Energie erhalten. Und bei einem offenen System ändert sich die gesamte Energie, wenn man einen Energiefluss hat von einer Stelle zu der anderen. Und Professor Turtur hat ja heute Morgen ja auch klar erklärt, wenn man nun das Vakuumfeld dazu nimmt, das heißt den gesamten Kosmos als System betrachtet, dann können da drin natürlich Energiewandlungen der verschiedensten Art passieren. Und dass sowas speziell bei sehr starken Magnetfeldern möglich sein kann, das hat Professor Turtur auch gesagt. So, er stellt sich was bei 2 Tesla vor. Diese Neodym-Magnete, die wir hier so haben, die erreichen in der Regel so 1,2 Tesla. Also wir sind da schon ziemlich in der Nähe. Und da wir da so hohe Feldkonzentrationen haben und wenn wir das geschickt machen, können wir da einiges erreichen. Und das hatte eigentlich auch schon Professor Werner Heisenberg etwa um 1950 vermutet, als er sagte, ich denke, dass es möglich ist, den Magnetismus als Energiequelle zu nutzen. Aber wir Wissenschaftsidioten schaffen es nicht, das muss von Außenseitern kommen. Nun, das liegt vielleicht daran, das lag nicht unbedingt im Fokus von der Wissenschaft, so wenig wie im Fokus der Wissenschaft damals oder bisher die Vakuumfeldenergie oder die mögliche Nutzung derselben lag. Da müssen vielleicht halt doch Ingenieure ran und wir haben gesehen, dass sich da in den letzten Jahren ja einiges tut. Nun, der Astrophysiker Zwicky hat sich mal befasst mit der Totalität aller Energieumwandlungen und da gibt es auch viele Möglichkeiten, die zum Teil heute noch gar nicht so recht realisiert wurden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das, was wir gerade angesprochen hatten, Thermoelektrizität, das also aus der Umgebungswärme, ähnlich wie bei einer Wärmepumpe, Energie, in dem Fall allerdings nicht in Wärme anderes von anderem Niveau, sondern einfach in elektrische Energie umgewandelt wird. Nun auch die sogenannte Raumenergie, Vakuum- oder Dunkelfeldenergie. Dunkle Energie basiert eben auf der Tatsache, dass im Kosmos überall Energie vorhanden ist. Das ist nichts Neues. Nun, wir hatten verschiedentlich gehört, gestern Abend auch bei der Diskussion über die Eigenschaften von Elektronen, dass da der Spin eine sehr wichtige Rolle spielt. Und wir wissen ja seit Dirac, dass eben die Elektronen einen ganz bestimmten fixen Spin haben. Und dass es da dann verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt einmal den Spin, den Eigenspin, den Elektron, den ein Elektron selbst hat, und den Bahnspin, wenn es sich um das Atom herum bewegt. Nun hat sich zum Beispiel Professor Kenneth Koseka oder Dr. Kenneth Koseka speziell mit den Eigenschaften der Spins befasst und er glaubt, dass man in Magneten eine Energiequelle für Magnetmotoren bekommen kann, wobei natürlich, das sage ich nachher gleich wieder, diese Energie nicht aus der Energetisierungsenergie der Magneten stammt, sondern aufgrund der Kopplung der Magneten über den Spin mit dem Hintergrundfeld letztlich die Ursache ist. Nun, wir hatten heute Morgen auch schon im Vortrag vom Professor Turtur gehört, dass es auch sogenannte nicht konservative Felder gibt oder nur bei solchen Feldern gibt es die Möglichkeit, dass man auf einem Weg, einem Kraftweg eine Energie, einen Energieüberschuss gewinnen kann oder Energie rausziehen kann.
Normalerweise hat man, wenn man sich in einem Feld bewegt, sei es ein elektrisches Feld, sei es ein magnetisches Feld, sei es ein Gravitationsfeld, immer die Situation, dass man unabhängig vom Weg, wo man sich mit einem Gerät bewegt und wo eine Kraft einwirkt, dass wenn man wieder zurückkommt an den Anfang, dass die Summenbilanz null ist. Wenn das nicht so wäre, dann würde man ja, wenn man irgendwie sich bewegt im Gravitationsfeld, eine Überschussenergie bekommen. Das heißt, im Gravitationsfeld kann man sich das sehr einfach vorstellen. Wenn ich die Treppe hochsteige nach oben, dann brauche ich Energie und wenn ich die Treppe runtergehe, kriege ich wieder Energie. Aber in der Summe kriege ich nicht mehr Energie, wenn ich jetzt rauf oder runter gehe. Ist auch ganz logisch. Das ist immer der Fall bei sogenannten konservativen, homogenen Kraftfeldern, wo alles symmetrisch ist, wo auch die Felder während der Bewegung sich nicht ändern. Nun gibt es auch den Fall sogenannter magnetischer Potenziale. Man spricht in der Physik von Renormierung und in der Technik kann man das realisieren durch eine impulsförmige Energetisierung, wie das Tom Bird 1995 schon postuliert hat. Nach seiner Auffassung kann man durch eine Renormierung des magnetischen Skalarpotentials, das ist der physikalische Begriff, der eine Stufe höher im Vergleich zu den Feldstärken steht, erreichen in einer Magnetmaschine, oder man kann das realisieren, indem man ein pulsförmiges, radiales, ausgerichtetes Feld ausströmen lässt auf einen Anker, kurz nachdem der Anker den oberen Todpunkt erreicht hat. Und das bewirkt dann schlussendlich einen tangential wirkenden B-Feldsprung. Und Sie können sich vielleicht entsinnen, dass Sie manche Patente schon gesehen haben, die etwa so gebaut sind, zum Beispiel der Kawai-Motor oder andere. Und hinzu kommt noch, dass man, um eine gewisse Unsymmetrie zu bekommen, hier auch ein Flux-Shield, also eine Abschirmung hat. Das war die Frage vorher, auf der einen Seite, sodass das Ganze ein bisschen unsymmetrisch wird. Nun, Diplomphysiker Bauer aus Berlin, mit dem wir oftmals auch diskutieren, der hat das mal sicher genauer angeschaut und er sagte, dass man bei Vorliegen von nicht konservativen Potentialfeldern tatsächlich autonom laufende Maschinen bauen könnte. Wobei man Folgendes beachten muss. Die magnetische Materialkonstante, also die sogenannte magnetische Induktionsfeldstärke, μ, die sollte in dem Material mit dem Quadrat der lokalen Feldänderung gekoppelt sein. Das heißt, wenn sich das Feld jetzt ändert beim Vorbeilaufen oder durch Energetisierung, dann sollte die Änderung quadratisch passieren, also nicht linear. Zweite Voraussetzung, das Magnetfeld sollte von außen zeitlich so verlaufen, dass die Feldzunahme und Feldabnahme unterschiedliche Geschwindigkeiten aufweisen. Sie können sich das vorstellen in einer Art unsymmetrischer Ratschenfunktion. Also wenn Sie praktisch die Feldstärke ansteigen lassen und dann lassen Sie sie runterfallen, die dann sehr viel schneller geht. Das heißt, das Ganze muss unsymmetrisch sein. Dann gibt es auch weitere Theorien, theoretische Modelle neben dem oder außerhalb des Mainstreams der Physik. Eine solche Theorie ist zum Beispiel die Theorie von Einstein, Carter, Evans, mit der sich ein DVR-Mitglied in München vor allem befasst. Das ist der Dr. Eckert und er ist auch Direktor, Europadirektor von dieser Vereinigung von Physikern weltweit eigentlich. Und die haben in ihrer Theorie festgestellt, dass man zu der Maxwell-Theorie, die hier sehr einfach dargestellt ist, mit der elektrischen Feldstärke und der magnetischen Feldstärke und wie die sich ergibt bei gewissen Änderungen, zeitlichen Änderungen, dass man da Zusatzterme einführen kann, wobei oder sollte, wobei in diesen Zusatzthermen ein Omega auftaucht, das ist eine Frequenz bzw. eine Veränderung der Torsion, deiner Spinkomponente. Und diese zweite Spinkomponente, die kann man durch bestimmte geometrische Realisierungen technisch auch erreichen. Und es ist durchaus denkbar, dass in manchen Magnetmaschinen, die Bastler vielleicht so bauen, irgend so ein Effekt auch mitspielt. Das müsste man genauer untersuchen. Jedenfalls nochmal zurück, der Dr. Horst Eckert ist daran, sich verschiedene Modelle vorzustellen, wie man das auch technisch umsetzen könnte.
Nun, dass in der Elektrotechnik nicht alles so glatt läuft, wie man eigentlich vermutet und ich das eigentlich auch immer gelehrt habe, zeigt zum Beispiel ein Experiment des Japaners Osamu Ide. Er hat mit einer ganz einfachen Anordnung hier einen Rotor mit zwei Magneten drauf und hier zwei Feldspulen und da unten auch welche. Und die werden betrieben von einer Ladung, die man auf einen Kondensator bringt, also im Prinzip von einer Batterie. Und das Ganze wird getriggert in einer bestimmten Weise. Und er hatte dann die Energie, die zurückgegeben wird in den Feldspulen, weil wenn sich der Rotor bewegt, dann gibt es eine induzierte elektrische Energie in den Feldspulen, die auch zurückgeführt werden. Und das läuft dann in einen LC-Schwingkreis. Natürlich, das ist klar, das Ding läuft nicht von alleine, aber man kann nun interessante Experimente machen. Übrigens, der Rotor besteht aus ferromagnetischem Material, also mit relativ geringem Mü. Wenn man das jetzt, und da steht auch die nicht in mechanische Bewegung umgesetzte Energie, wird in die Schwingkreiskapazität zurückgeführt, also recycelt. Das macht man übrigens heute bei vielen modernen Motorkonstruktionen. Da kann man einiges gewinnen, die werden also effizienter. Das ist also eigentlich nichts Neues. Das Neue oder Überraschende ist, wenn man jetzt Messungen macht von dem Verhältnis der Antriebsspannung zur Spannung, die in der Feldspule zurückgegeben wird, dann hat man zwei Situationen. Man spricht von der Rückladespannung. Es zeigt sich, dass bei der Situation B hier, oder ich muss erstmal die Situation A erklären, die Situation A, hoppla, haben wir dann, wenn wir den Strom so einstellen, dass die beiden Felder sich anziehen, dass also der Rotor in den Feldkreis hineingezogen wird. Dann kann man alles berechnen, und zwar abhängig von der Drehzahl, da sinken dann die Spannungen, das Verhältnis sinkt wohlgemerkt. Und das bewegt sich genau in dem Rahmen, wie man es mit der Maxwell-Theorie berechnen kann, kann jeder Elektroingenieur. Nur, wenn man jetzt die Situation so einstellt, dass die Magnetfelder der Magnetspulen sich abstoßen, also entgegengerichtet sind, dann ist die praktische Messung, zeigt, dass man teilweise sogar einen ansteigenden Effekt hat. Das heißt, die Situation ist völlig anders gegenüber der Berechnung. Und das ist erstaunlicherweise in einem Physikjournal erschienen in Japan. Und normalerweise kann man das nicht, weil normalerweise hast du was falsch gemessen oder ist ein Dreckeffekt, das ist unseriös. Aber er hat das publiziert, weil er eigentlich aufmerksam machen wollte, das müsste man untersuchen. Sie sehen eben, Vakuumfeldenergie kann man umwandeln in klassische mechanische Energie, einerseits über einen elektrostatischen Rotor oder, das ist die nächste Idee, auch über einen magnetischen Rotor. Es gibt einen Bericht von einem Magnetmotor des Paters Peregrinus aus dem Jahr 1269. Ich habe keine Ahnung, was die damals für Magneten hatten, also sicher nichts besonders Starkes. Es gab natürlich damals schon den Magnetstein. Wie viel Gauß so ein Magnetstein hergibt, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen mehr als das Erdmagnetfeld, aber immerhin, damit konnte man offenbar schon Experimente machen. Ob man wirklich so perfekte Rotoren bauen konnte, weiß ich nicht. Das ist ein Nachbau. Nachbauten wurden von verschiedenen Experimentatoren versucht, unter anderem von Erich Vogel, der lebte da bei Stuttgart, ist schon lange gestorben, oder von Robert Calloway. Und sie haben dann auch festgestellt, ganz so einfach ist das nicht realisierbar, aber ein Lieb Baumann soll mit Alnico-Magneten im Jahr 54 so ein Ding gebaut haben, das gelaufen ist. Wohlgemerkt, ich habe es auch versucht, das heißt ein Freund von mir, ich habe das Modell noch, aber es ist einfach sehr schwierig, die Magnetchen so präzise da anzuordnen, dass die auf den Zehntel Millimeter das alles stimmt, dass die Reibungen gering sind und so weiter. Also das will ich nur der Historie wegen zeigen, wie so etwas aussehen könnte. Nun habe ich vorher schon gesagt, interessant sind einfach Situationen, wo man unsymmetrische Feldverläufe realisieren kann. Und ein solcher Fall tritt auf, und das hat der Jean-Louis Nodin in Frankreich festgestellt, wenn man zwei Magnete senkrecht aufeinander zubewegt und sie seitlich voneinander wegzieht, dann gibt es eben unterschiedliche Feldkräfte. Das ist im Prinzip noch nichts Besonderes. Wichtig ist jetzt, dass man die Kräfte über den gesamten Weg integriert, das heißt das Kraft-Weg-Integral anschaut.
Und das ergibt ja dann den Energieaufwand, den man braucht in der einen oder anderen Richtung. Und da zeigt sich, dass tatsächlich unsymmetrische Verhältnisse vorliegen. Das heißt, dass zwei Ferritmagneten seitlich voneinander leichter weggezogen werden können als senkrecht zu den Polen. Dasselbe hat dann Dr. Koseka untersucht und man sieht hier, wie das ausschaut. Und das ist jetzt hier auch die vertikale Energie, um Magnete voneinander wegzunehmen. Und das ist die horizontale Energie. Und aufgrund dieses Effektes kündigte die Firma Nescor Power an, dass sie eine Produktion autonomer Maschinen aufnehmen will. Die Ketron Corporation steht oder stand mit Hitachi in Kontakt, um diesen Effekt industriell auszunutzen. Das einzige Problem ist, ich und auch andere haben den Dr. Koseka nicht mehr gefunden. Wir haben, das ist jetzt seit 2 Jahren her, keine Ahnung, was mit der Entwicklung passiert ist, aber es gibt auf dem Internet einen ausführlichen Bericht, eine PowerPoint-Präsentation mit allen Details. Die kann ich Ihnen jetzt hier nicht zeigen. Er hat sehr ausführliche Messungen gemacht der Kräfte und der Kraft-Weg-Integrale und Folgendes festgestellt: The ratio of net yield to pull force is 46 to 1 for the square magnets and 47 1 for the thin magnets. Also die Magnetform ist ein bisschen, spielt eine Rolle. Aber interessant ist also der Unterschied etwa 2% im Energieaufwand, ob ich seitlich oder senkrecht die Magnete voneinander entferne. Und jeder Ingenieur wird da aufhorchen und sagen, ja, den Effekt, den müsste man ja eigentlich ausnutzen können. Und dann gibt es so Geschichten von magnetischer Instabilität. Da sieht man auch eine lineare Anordnung. Normalerweise, wenn ich einen Magnet hier hineinschiebe, dann bleibt er da drin hängen und geht wieder raus noch rein. Das ist nichts Besonderes. Wenn ich dagegen hier einen Magneten habe, einen Läufer sozusagen, und dem einen kleinen Schubs gebe, fast gar keine Energie, ihn nur gerade an den richtigen Kipppunkt setze, dann saust er da rein und saust sogar drüber hinaus. Das heißt, man könnte da so eine Art Linearkanone bauen, das nennt sich TOMI, Theory of Magnetic Instability von Stuart Harris. Und das kann man natürlich auch dann schlussendlich in einem Rotor bauen. Hier sehen Sie nochmal die Feldverläufe. Das Interessante ist, die Unsymmetrie, die tritt offenbar auf dynamisch. Das heißt, wenn das Ganze sich mal bewegt, dann gibt es in der einen Richtung eine Art Feldverzerrung, die praktisch sich dann kontinuierlich weiter fortsetzt, sodass das Ding dann in der einen Richtung, wo es mal angeschoben wurde, auch läuft. Bei dieser Art der Anordnung gibt es einen Unterschied von relativ wenig, eine Energiedifferenz von 22,87 zu 22,91 Joule pro Meter, und man kann das auch nachlesen im Internet. Nun, Feldunsymmetrie. Wir waren 1995 oder wann bei Professor Seibel im Kronberg im Taunus. Der war früher ein Mitglied oder ziemlich aktives Mitglied bei der Deutschen Vereinigung für Schwerkraftfeldenergie. Und er hatte in der Gruppe von Werner von Braun mitgearbeitet, an der V2-Funktechnik. Er war also relativ erfahrener Ingenieur. Und er hat eine amorphe Metalllegierung entwickelt, die einen Schirmeffekt hat, in der Weise, dass er Magnetfelder, wenn er dieses Schirmmaterial draufbrachte, so abschirmen konnte, dass statt einer symmetrischen Anordnung, normalerweise wissen Sie, man hatte voll symmetrische Anordnung. Hier hat er das Blech drauf, dann gehen die ganzen Magnetfeldlinien praktisch oben rum, oder die Feldlinien, die vom Nordpol rausgehen, die kriechen gerade so drunter, oder man hat dann auch eine totale Feldverzerrung. Das heißt, Sie kriegen damit eine Unsymmetrie hin, und die können Sie natürlich nutzen in irgendeinem Magnetmotor. Nur ein paar Sachen möchte ich kurz ansprechen. Es gibt eine Erfindung aus Taiwan von Ching Kuo Chung mit einem Patent. Also Patent muss ich immer sagen, Patentanmeldung. Nun, er beschreibt eine Magnetfeldmaschine. Sie sehen hier den Rotor. Und Herzstück der Erfindung ist ein magnetisches Abschirmmaterial. Das ist hier auf dem Nordpol drauf. Das heißt, Sie kriegen hier eine unsymmetrische Situation hin, und das kann man offenbar ausnutzen. Und das soll ein kontinuierliches Drehmoment ermöglichen. Und ob der von alleine anläuft, weiß ich nicht. Man hat hier wahrscheinlich schon noch irgendwelche Spulen, soweit ich das sehe. Dann gibt es den Lutec-Magnetmotor, von dem viele sicher schon gehört haben, von zwei Australiern.
Der sollte eigentlich schon lang auf den Markt kommen. Der läuft in der Weise, dass er einen Controller hat, eine Elektronik, wo eine Spule energetisiert wird, ähnlich wie beim Bedienemotor, und dann in einer richtigen Pulsung diesen Magnetmotor antreibt. Und es heißt, dass man etwa, das war 12. Oktober 2007, eine Ausgangsleistung von 1260 Watt erreicht, natürlich mechanisch gemessen, und am Eingang aber nur 210 Watt Leistungsaufnahme braucht. Ich nehme mal an, dass Sie richtig gemessen haben. Der eine von den zweien ist Mechaniker, der andere ist Elektroniker. Und ich nehme an, der weiß, wie man da richtig misst. Das wären also dann Verstärkungsfaktoren von 400-600%. Typischerweise wollen Sie etwa 400% erreicht haben. Der Minato-Magnetmotor, den haben wir ausführlich im Netzjournal besprochen, ist auch was Ähnliches, erzielt eine mechanische Ausgangsleistung, die 3- bis 5-fach des elektrischen Inputs ausmacht. Auch hier sehen Sie schräggestellte Magneten im Rotor. Auch hier haben wir das etwas ungünstige Problem, dass der Erfinder nicht mehr erreichbar ist. Jedenfalls die frühere Adresse in Japan stimmt nicht mehr. Er ist, glaube ich, ausgewandert, man weiß nicht genau wohin. Und ich glaube, der Herr Jebens in Hamburg hat noch irgendwie es geschafft, irgendwie einen Kontakt aufzunehmen. Er hat allerdings, das heißt es, in Japan mit Hilfe seiner Erfindung ein industrielles Produkt herstellen können, und zwar einen Ventilator, der ein paar hundert Watt hat, der verkauft wurde in einer großen Stückzahl und der einfach dann die Eigenschaft hatte, dass man wesentlich weniger elektrische Energie beziehen musste. Und das hat sich offenbar gerechnet. Nun, das ist vielleicht noch interessant und für Sie wohl neu, das ist der Fukai-Generator. Sie wissen ja, letztes Jahr in Sachsbach-Walden hat der Hagen Ruff von der Magnetic Power Incorporated Corporation berichtet über ihre Laborarbeiten, und eines ihrer Studien war ein Nachbau des Fukai-Generators. Sie sehen hier, haben sehr starke Neodym-Permanentmagnete auf dem Rotor. Hier einen Stator mit verschiedenen Feldspulen, und das Verhalten dieses Generators wird wie folgt beschrieben. Das ist jetzt in Englisch, you can read it, it is in English on the screen. Because reaction force, also ich übersetze es, nachdem die Reaktion, das Gegendrehmoment, sage ich mal, verzögert ist und abgemindert ist durch ein Shunting, das heißt durch irgendeine Schirmung, können die Rotoren, die Magnete der Rotoren in eine neue Position bewegt werden mit einem unterschiedlichen Drehmomentverhalten, was im Vergleich zu dem, was man eigentlich als Reaktion erwartet. Das heißt, passiert nicht so viel Gegendrehmoment an der Welle, wie man das normalerweise gewöhnt ist oder theoretisch ausrechnen würde. Es ist eine komplexe Interaktion, heißt es da, zwischen dem Magnetmotor, der Energietransformation vom magnetischen zum mechanischen und zur elektrischen Induktion und zurück. Man kann offenbar eine Bedingung schaffen, wo die Natur gezwungen ist, irgendwelche Exzessenergie aus dem dahinterliegenden Reservoir zu entnehmen. Also wenn es gelingt, die Back-EMF, sei es die Rückladespannung, wie wir das vorher gesehen haben, oder das Gegendrehmoment runterzudrücken durch irgendeine geometrische Anordnung unterhalb die Schwelle oder das Niveau, wie man das nach Maxwell ausrechnet, dann gibt es ja eine Surplusenergie, und das kann ja nur passieren, wenn aus den Magneten oder irgendwie Energie nachgeliefert wird. Da heißt es, wir behaupten nicht, dass Energie geschaffen werden kann aus nichts. Das ist der große Vorwurf der nicht wissenden Wissenschaftler, die uns da ein bisschen in eine schiefe Ecke bringen, Richtung Perpetuum mobile. Denn die Energie existiert bereits in großen Quantitäten in der Fabrik, in the fabric of space-time. Das ist genau das, was heute Morgen Professor Turtu gesagt hat. We routinely use electronic devices that utilize a quantum tunneling effect. So könnte man das nennen. So something is providing this ceaseless energy to power the atomic scale motions of matter. Also die Atome, die Elektronen, die werden ständig angetrieben, auch wenn man sie benutzt, um Energie zu transportieren. Und die Hintergrundantriebsenergie ist letztlich der Kosmos oder das Vakuum. Nun, der Fukai-Generator funktioniert nach folgendem Prinzip. Das ist die Energie,
Der Energieantrieb an der Welle, der wird also von außen über einen Motor gedreht, angetrieben. Dann hat man natürlich Verluste in Form von Reibungen und dergleichen. Man hat Wärme in den Spulen und so weiter. Und man hat einen elektrischen Output, weil auf dem Motor sitzen Spulen. Nun ist es so, dass durch diese Fluxschanz, das heißt diese Flussabschirmungen an dem Statormaterial, man erreicht, dass das Vakuum oder die Quantenenergie gezwungen wird, Energie nachzuliefern aus dem Vakuum. Und der Effekt ist nun folgender. Sie sehen hier die Daten des Foucault-Generators, wie das gemessen wurde, ich schätze vor etwa 2 Jahren. Datum steht da nicht drauf. Hier die Drehzahl und hier die Power in Watts. Und zwar einmal Output ist die blaue und einmal Input. Sie sehen ja folgendes. Bei dieser Konstruktion gibt es einfach irgendwo einen optimalen Bereich in der Drehzahl, wo man den besten Effekt hat. Dann nach oben geht es wieder etwas zurück. Das ist aber natürlich irgendwie auch konstruktiv bedingt. Und Sie sehen hier nochmal den COP, den Coefficient of Performance, ähnlicher Parameter wie bei einer Wärmepumpe. Hier sprechen wir von 2, 3, also bei etwa 100 Umdrehungen pro Minute hat man so den besten Fall. Das heißt, man kriegt etwa 3-mal mehr an elektrischer Energie über die Spulen heraus, als man im Vergleich über den Elektromotor hineinsteckt an der Welle, mechanische Energie. Und gut, man muss noch die Verluste vom Elektromotor betrachten, aber die gibt es heute Antriebsmaschinen, die erreichen ohne weiteres 90-95%. Nun kommen wir zum zweiten Teil eigentlich, langsam zum Schluss. Perrendev, alle warten darauf, alle beklagen sich und Perre ist verschwunden, das heißt verschwunden ist er nicht, er ist einfach in der Schweiz. Und wir stehen in Kontakt mit ihm und wissen auch ein bisschen von der Geschichte. Aber es ist natürlich ein Problem, dass es die Dinger immer noch nicht zu kaufen gibt, obwohl viele Leute schon was bezahlt haben. Nun, hier haben wir einen Rotor bei dieser Version, die entspricht etwa dem Patent von 2006, glaube ich, wo extrem starke Neodym-Magnete eingebaut sind und über elektromagnetische Spulen so gesteuert werden, das ist die neue Version, dass der Motor nach Hochfahren, man muss ihn auch anfahren, eine konstante Drehzahl erreicht und ein permanentes Drehmoment abgeben kann. Die konstante Drehzahl wird natürlich erreicht, indem die Feldspulen entsprechend elektronisch gepulst werden. Und hier sind auch mal die Preise angegeben. Weltweit sollen etwa 62 Anlagen produziert worden sein. Das war eine erste Serie. Und es ist praktisch unmöglich, zu diesen Anlagen vorzustoßen. Wir haben aber indirekte Hinweise von Leuten, die sie gesehen haben, sodass ich davon ausgebe, dass es kein Märchen ist. Da sehen Sie ein Bild. Vor kurzem waren wir mit einem Unternehmer bei Mike Brady. Vorletzte Woche, meine Frau hat das Bild gemacht. Das ist sein Büro in Wollerau. Und der Unternehmer, der hat selber 4 Maschinen bestellt, das heißt er selber und seine Firma und ein Freund und ein Bruder und so weiter. Und der ist natürlich auch langsam ärgerlich, dass er das nicht geliefert bekommt und will natürlich auch irgendwie beitragen, dass es vorangeht. Er kennt einen Investor, der sehr interessiert wäre eigentlich, der offenbar genug Geld hat. Nur der Investor hat ein bisschen so, wie soll ich sagen, den 2012-Virus, Angst vor der Energiemafia und dergleichen und sagt, naja, das müssen wir ganz, wie soll ich sagen, diskret einführen, also nicht da tausende Sachen verkaufen oder leasen, das ist zu gefährlich. Aber schauen wir, die Strategie von Mike Brady ist im Moment folgende. Wir hatten ja Anfang des letzten Jahres berichtet, dass mechanische Teile für einen Demomotor inzwischen wieder gebaut wurden, und zwar mehrere, das ist also nicht nur einer. Die ganze Fertigstellung inklusive Elektronik und so weiter, die ist immer noch verzögert. Zum Teil liegt es daran, dass einige Finanzen noch fehlen. Und geplant war eigentlich, dass noch dieses Jahr irgendeine Demo organisiert wird, wo dann einerseits ein Demomotor gezeigt werden soll und seine neue Wasserstofftechnik. Da werde ich auch noch was
kurz dazu sagen. Vielleicht noch was zu Magnetmotoren. Wir würden auch sagen, naja, also so ein Magnetmotor, so einfach wie das aussieht, das kann wohl nicht so recht funktionieren. Wir haben aber tatsächlich, und ich zeige jetzt keine Bilder bewusst, bei einem Erfinder vor einem Jahr, am 4. Juli, in der Nähe von Nürnberg, einen Magnetmotor gesehen, von einem Rotordurchmesser, also Außendurchmesser von vielleicht 40, 50 Zentimeter, Länge etwa gleich, 40 Zentimeter lang. Der hatte etwa 1980 Magnete, glaube ich, und zwar kleine, also ein bisschen größer als das, aber einfach im Rotor waren, das war ein Rotor mit mehreren, wie soll ich sagen, mehreren Schichten, Reihen mit mehreren Reihen, und der wurde gestartet, indem ein Splint rausgezogen wurde und dann lief der Rotor hoch. Und da wäre natürlich das gleiche Phänomen aufgetreten, der würde immer schneller werden, aber das würde er in dem Fall nicht, weil eine Induktionsbremse, eine Induktionsschleife eingebaut war mit dem Draht, mit der Lüsterklemme, wo dann ein Gegeninduktionsfeld entsteht, das dann einfach irgendwann mal die Sache stabilisiert. Und das war etwa bei 2800 Umdrehungen. Das ging dann langsam ein bisschen zurück, wahrscheinlich aufgrund eines Temperatureffektes, blieb aber dann stabil. Während der Zeit, wo wir das angeschaut haben, etwa eine Dreiviertelstunde, wir hätten stundenlang noch da bleiben können. Man hat also keine Geräusche gehört, das lief also sehr perfekt. Und ich habe dann auch versucht, am Pulli, der ist etwa so 7 Zentimeter dick, den zu stoppen, aber es ist mir nicht gelungen, oder ich wollte da nicht Schwiele kriegen an der Hand. Und so nach meiner Schätzung sind das sicher so ein paar hundert Watt gewesen. Und die haben auch erzählt, ja, sie haben auch noch vor einiger Zeit mal einen Generator angeschlossen, da zwei so Baulampen mit 150 Watt angeschlossen, da noch eine große Bohrmaschine. Also das kann schon in der Größenordnung liegen. Nun, wir wollten eigentlich für diese, jetzt schweife ich etwas ab vom Predi, auch für diesen Erfinder Investoren beibringen und waren auch mit Investoren mal bei ihm. Aber das Problem ist, der Erfinder lebt eigentlich nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land, hat seine Familie dort, und aus Sicherheitsgründen hat er nach unserer Demo, die war übrigens nicht nur er allein, sondern war noch sein Partner dabei, zwei Ingenieure, die ihn seit da 2 Jahren begleitet haben, also ganze Crew, Sekretärin und so weiter. Wir haben auch Fotos gemacht, und jedenfalls aus Sicherheitsgründen hat er das Ganze wieder zerlegt, also Rotor zerlegt, Starter auseinandergebaut und an verschiedenen Orten platziert. Und dann ist es offenbar für uns, jedenfalls haben sie uns wohl nicht getraut, nicht mehr möglich gewesen, da weiter Kontakt zu haben. Die haben auch über einen Rechtsanwalt haben wir korrespondiert, mit dem eigentlich guten Kontakt hatten zunächst. Inzwischen haben wir erfahren, dass eine andere große Firma, ein Milliardenkonzern, sich damit befasst. Wir wissen auch, wer das ist. So nebenbei als ein Produkt für umweltfreundliche Technologien. Aber da scheint im Moment das Problem zu bestehen, aber das ist wohl nur ein technisches Problem, dass die Magnete nicht gescheit genug befestigt werden können. Wir müssen also noch eine Lösung finden, dass bei höheren Drehzahlen das über Monate und Jahre stabil bleibt, dass die also nicht davonfliegen oder verrutschen oder weiß ich was. Aber das kann man sicher lösen, nur nebenbei. Das hat mich bestärkt, dass Magnetmotoren mit Permanentmagneten und natürlich, doch, das war ein reiner Permanentmagnetmotor, soweit ich weiß, dass das wirklich möglich ist. Insofern traue ich auch zu, dem Mike Brady, dass es irgendwann schafft, wobei ich auch nicht verstehen kann, dass die Lizenznehmer in Ostdeutschland, die wir auch kennen, die vor Jahren immer auch auf unseren Kongressen waren, die ihr Geld mit einer anderen Technologie machen oder so nebenbei, dass die es noch nicht geschafft haben, nachdem sie die Lizenz seit 2 Jahren, glaube ich, haben, jetzt eine Serienproduktion hochzuziehen. Und diese Serienproduktion mit Spritzgussteilen und so weiter, wo man dann im Monat rund 500 hätte produzieren können, die war eigentlich geplant, auch von Mike Brady, um die ganzen Kunden, die Motoren bestellt haben, zu beliefern. Auf dem Internet, da sehen Sie ja diesen kleinen Film von dem 20 Kilowatt Magnetmotor, und da sagen viele, ja, ob der Film echt ist, das ist vielleicht getrickst, vielleicht hat ihn jemand angedreht am Anfang, damit er auf Touren kommt, so genau kann man das nicht erkennen. Wir kennen aber einen Unternehmer in Hamburg, und der hat uns bestätigt, als er zum ersten Mal bei Mike Brady war, 2006 in München, da hat ihm Mike Brady den Motor in Bonn vorgestellt. Das heißt, da war komplett alle Magneten drin, und das funktioniert ja so, dass man einen Rotor hat und in dem Fall keine Türe, die man schwenken muss, sondern zwei Statorhälften, die man praktisch so zusammenklappen kann.
Und dann sieht man auch, und das hat der Herr Jebens, also der Unternehmer, bestätigt, dass wenn man die beiden Hälften zusammenklappt, das hat Mike Brekke getan, dann fing der Rotor an zu drehen, immer schnellere Drehzahl bekommen, dann kann man das wieder ausklappen, dann geht er wieder zurück. Das heißt, das scheint offenbar wohl zu funktionieren zu haben, wie wir von verschiedenen Seiten gehört haben. Es gibt auch einige Leute, die versuchen, das nachzubauen, und das scheint eben nicht ganz so einfach zu sein, weil man muss einerseits, weil das Schirmmaterial, das hier verwendet wird, kennen. Da hat also Mike Brady längere Jahre geforscht. Dann, Sie sehen hier ein Modell der Amerikaner von Patrick Caster zum Beispiel, hat ein verkleinertes Modell gebaut. Das ist immerhin gelaufen, also ein ganz kleines Modell ist das gewesen. Aber der beschleunigte, ungebremste Motor steht da, aha, drehte sich immer schneller, bis er auseinanderbrach. Also die alte Geschichte, die Erfinder glauben gar nicht, dass das funktioniert. Kaum funktioniert, geht es kaputt. Diesen Effekt müsste man vielleicht irgendwie benennen, dass man ihn in Wikipedia oder sonst wie historisch dokumentieren könnte. Nun, ja, noch ein, wir kriegen ja sehr viele Anrufe von frustrierten Leuten, die immer sagen: Ja, ist er jetzt endlich so weit, der Perendev Mike Brady? Und ein Unternehmer aus Frankfurt, der selber ein geübter Bastler ist, Diplom-Ingenieur, der hat mir gesagt: Also, er hat ja einen Motor bestellt. Aber bevor er die Bestellung macht, er wollte sicher sein, ob so ein Ding überhaupt funktionieren kann. Und dann hat er anhand des Patentes sowas nachgebaut, sowas Ähnliches. Und es ist ihm gelungen, das Ding tatsächlich zum Laufen zu bringen. Zwar hat es bei ihm kaum Leistung gegeben, das hat er sich gesagt: Naja, gut, ich will da jetzt nicht weiter selber experimentieren. Der Mike Brady hat das ja schon besser gemacht. Aber er ist total frustriert, dann ruft mich jetzt schon nicht mehr an, dass seine Maschine noch nicht gekommen ist. Also Sie sehen, da tut sich einiges. Es gibt verschiedene Anordnungen. Hier hat man einfach die Situation, dass man ein magnetisches Feld hat, das durch einen gezahnten Rotor immer wieder periodisch unterbrochen wird. Und bei einer solchen Anordnung, die ist ähnlich dem Mike Brady, gibt es zum Beispiel eine dreifache Kraft- und Drehmomentbildung, heißt es. Dann gibt es zum Beispiel einen Motor nach Eclin, der hat fünf Zahnkämme und einen Stator mit vier Polschulen. Und da heißt es so salopp, eine Rückwirkung tritt bei diesem Generator nicht auf. Das müsste man natürlich mal nachmessen, aber Leute, die ein Labor haben, könnten sowas ja mal tun. Dann gibt es die Lindemann-Piazza-Konstruktion, da kriegt man eine elektrische Ausgangsleistung. Wenn man diesen Rotor dreht, mechanisch über einen Motor, die soll das vier- bis fünffache betragen im Vergleich zur Antriebsleistung des Antriebsmotors. Das ist eine historische Sache. Cromrain, der hat eben nur 110 bis 120% erreicht. Das heißt, das ist zwar vielleicht wissenschaftlich interessant, aber praktisch nicht realisierbar. Bekannt ist noch Matwev aus Russland, glaube ich. Bei diesem Motor hat man auch eine Modulation des magnetischen Widerstands des Statorkreises, der ist ja geschlossen, und durch die Zahnung haben wir so eine Unterbrechung. Und nach Aussage von Boris Abdurakhmanow, Direktor des Kosmos-Konstruktionsbüros in Usbekistan, heißt es: Matwev hat ein fundamental neues Verfahren zur Generierung elektrischer Energie gefunden. Wenn Sie dann nachher den Vortrag von Professor Szabo hören, dann werden Sie verstehen oder etwas mehr verstehen, warum sowas funktionieren kann. Und damit beende ich meinen Vortrag. Ah ja.